Okay, Infizierte. Ich habe witzigerweise die PS4 beim letzten Stream, letzten Dienstag, in den Ruhemodus geschaltet und seitdem nichts damit gemacht. Jetzt sind wir wieder genau, wirklich exakt an der Stelle, wie beim letzten Mal. So. Nur die Infizierten. Die sind leider auch immer noch da. Oh. Wer hätte mich denn da jetzt fast gesehen? Ach, guckt, das ist jetzt eben doof. Mit der Steuerung, weil ich da jetzt jedes Mal neu wieder reinkommen muss. Aber gut. Ich bin froh, dass die NPCs in dem Spiel wenigstens, die Begleiterin hier wenigstens quasi unsichtbar für die Gegner ist und sowas. Denn, ja. Ich spiele selber gerade The Last of Us. Bist du noch nicht so weit? Weil dann, wegen Spoiler und so, ist klar. Das hilft nichts. Das verstehe ich. Spoiler-Alarm! Die Sonne scheint. Alle tanzen, keiner weint. Oder so ähnlich. Danke, dir auch. Lampe aus. Aber hier ist scheinbar sicher, oder? Auch nicht schlecht. Mal eine Frage zur letzten Patreon-Stufe. Das Spiel kann man sich aussuchen und über welches Content-Volumen reden wir da? In Stunden pro Monat und warum ist das auf 1 limitiert? Also, das ist auf... eigentlich quasi, das ist eine lange Geschichte, aber im Grunde ist es so, dass quasi eine von den 4 Let's Play-Reihen kann sich jemand aussuchen. Also der höchste Stufenunterstützer. Und das ist jetzt eben auf Patreon gerade der Ramsey. Und deswegen spielen wir auch The Last of Us 2. Das ist quasi seine Reihe. Das heißt, jeden Tag ungefähr so eine halbe Stunde. Das sind dann im Monat quasi ungefähr 15 Stunden von irgendeinem Spiel. Und der Zakorak unterstützt mich aber auch mit der gleichen Menge, aber quasi nicht über Patreon, sondern von Patreon losgelöst. Und deswegen mache ich auch Quatsch, jetzt wollte ich schon lecker Spekulatius sagen. Na, warum fällt mir denn der Name gerade nicht ein? Die Feinjustiert-Reihe. Die ist quasi Zakoraks Special-Belohnung, die leider schon viel zu lange nicht mehr gelaufen ist. Da gibt es jetzt mal mehrere am Stück. Genau. Das ist quasi ein Special, das er sich ausgesucht hat, das ungefähr so den gleichen Arbeitsaufwand bedeutet wie das Let's Play von Ramsey. So. Schauen wir uns mal die Sammelkarte an. Ich finde die irgendwie nett, die Sammelkarten. Das ist ganz witzig. Und die ist einfach auf 1 limitiert, damit nicht zu viel... da einfach quasi, also an Content, den ich noch extra machen müsste, einfach entsteht. Das geht halt leider nicht. Hallo Bierdidi, wie geht's? Ich muss mich erstmal vom streamfreien Donnerstag erholen. Das tut mir leid, Mr. Hawkeye. Jetzt muss ich mal ganz kurz in den Kalender schauen, weil diesen Donnerstag ist jetzt wieder Stream. Da ist nämlich noch quasi der letzte Special-Stream vom letzten Monat, der nachgeholt wird. Nächste Woche ist dann am Donnerstag kein Stream, weil am Freitag ja dafür dann der 24-Stunden-Stream losgeht. Wahrscheinlich so um Mittag rum. Genau. Ach, das macht gar nichts. Das macht gar nichts mit dem Tattoo. Ich bin eh noch nicht bereit. Dafür. Das eilt noch gar nicht und so. Das ist auch nicht schlimm. Okay. Candelabra. Hey, ich sehe gerade meinen NPC, die Begleiterin, deren Name ich mir nicht merken kann, durchs Bild gehen. Und ich merke gerade, dass das Spiel nicht pausiert ist, während ich das hier lese. Das beunruhigt mich jetzt schon wieder. Jetzt habe ich schon wieder Stress. Oh Mann, ey. Ja, ich hätte wirklich gerne, eigentlich schon lange, hätte ich gerne beide Arme im Grunde voll tätowiert mit verschiedenen Videospielmotiven aus meiner Vergangenheit, meiner Spielhistorie, komplett zu tätowiert. Auch gerne recht bunt und sowas. Das ist alles ganz cool. Fallen Crusader, Dankeschön! Oh mein Gott, voll super nett von dir. Das ist, wow, das Glas explodiert mit riesigen Münzen.
Wow, vielen Dank. Voll super. Somit ist der zweite Special Stream für diesen Monat auch schon fast gesichert am Donnerstag. Fast. Wow, cool. Dankeschön. Super großzügig, super nett. So, jetzt lese ich mal die Karte hier. Candelabra. Echter Name Sophie O'Coin. O'Coin. Intelligenz 60, Muskelkraft 80. Eine der wenigen Karten, die wir bis jetzt gefunden haben, die stärker als klug ist. Society of Champions. Diese Heldin ist ein Leuchtfeuer in der dunkelsten Nacht. Ihre Spitznamen rührt von der Flamme her, die aus ihren Händen und durch die Haare lodert. Ursprünglich stammt sie aus der vulkanischen Region Auvergne in Frankreich, wo sie in glühende Lava fiel, als sie ihren kleinen Bruder vor Dr. Ackmans Schergen beschützen wollte. Diese hielt sie für tot. Das kann man verstehen, wenn sie in glühende Lava fällt. Doch sie entstieg dem Lavasee bei bester Gesundheit und kann seitdem Feuer als Waffe einsetzen. Gibt es da noch irgendeine andere Erklärung dafür? War das magische Lava oder wurden mit ihr vorher irgendwelche Experimente gemacht? Ouroboros oder so? Ich weiß nicht, das ist irgendwie eine komische Origin-Story. Ja, ich bin in Lava gefallen. Gut, ehrlich gesagt ist irgendwie mit Radioaktivität bestrahlt werden auch eine ähnlich bescheuerte Origin-Story. Aber ein bisschen plausibler, aber gut. Feuerwaffe. Solange ihr nicht kalt wird. Ah ja. Wenn sie nicht für die Society of Champions arbeitet, jagt sie Dr. Ackman, da sie glaubt, dass dieser ihren Bruder gefangen hält. Alles klar. Ich habe mal eine Zeit lang Champions Online gespielt und habe da ganz viele Helden entworfen und mir super komplexe Stories für alle ausgedacht. Vielleicht mag ich auch deswegen die Sammelkarten so. Und bei mir gab's, die habe ich mit einem Freund zusammen entworfen, die Temperature Twins. Das waren siamesische Zwillinge, die an der Schulter zusammengewachsen waren. Und die waren bei ihrer Geburt wohltemperiert. Doch als sie dann getrennt wurden, haben sich auf einmal die Temperaturen extrem bei denen entwickelt. Und einer entwickelte Eiskräfte und der andere Feuerkräfte. Und die werden stärker, je weiter die sich entfernen. Deswegen müssen die einigermaßen nah zusammenbleiben, weil sonst verbrennt der eine und erfriert der andere. Und die haben an der Seite, wo sie zusammengewachsen waren, jetzt Roboterarme, die Dr. Hibble erfunden hat. Ein genialer Wissenschaftler, der ganz viel erfunden hat. Aber das ist eine lange Geschichte. Aber ich fand die Idee für die Temperature Twins witzig auf jeden Fall. Hallo, Flatbrain Jackass, wie geht's? Und Eldon Camillo. Eldon Camillo, hallo. Der Charakter klingt voll geil, veröffentlicht sie mal. Ja, ich habe da sogar ein paar Zeichnungen gemacht. Ich kann auf der Discord-Gruppe, da haben wir doch jetzt die Kunstgruppe, Kunst und Krempel, da kann ich mal ein paar Bilder von den ganzen Superhelden und ihre Origin-Stories veröffentlichen. Dafür ist der da. Für sein Kunst- und Krempel-Zeug, das man so bastelt. Oh oh, ich glaube, gleich sehen die mich. Ich weiß gar nicht genau, warum ist denn da so ein Zaun und so? Was machen wir denn jetzt? Hier nichts mehr, oder? Nichts Gefährliches zumindest. Nee, aber auch sonst nichts. Na gut. Ja, ich schau mal, was ich da noch finde. Ich glaube, wenn die nur zu zweit sind, schießen wir einfach. Wie viel Munition habe ich? So gut wie gar nichts. Perfekt. Was will man mehr? Ich glaube, der sieht uns gleich. Wir sollten uns beeilen, Ellie. Was auch immer wir machen, wir sollten es schnell machen. Jetzt haltet euch halt mal still. Ah, das war eine Sprengfalle. Alles klar. Hätte ich die mal angelockt und kommen lassen. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Aber gut, so hat es auch funktioniert. Ich habe gehört, ich weiß, ich... Das war, glaube ich, das Zeichen, dass wir sicher sind. Ich habe gehört, zum Glück war ich noch nicht in der Situation, dass man eh nicht besonders viel Munition mit sich rumschleppen kann pro Waffe. Insofern hau ich raus. Passt schon. Warum nicht? Hi, Mr. Snake. Kraften, schauen wir mal. Ein Molotow-Cocktail. Könnte ich mal benutzen wieder. Man findet wirklich, das war schon im ersten Teil so, die Items, die man findet, sind einfach irgendwie nicht so richtig gebalanced, damit man ausgewogen craften kann.
viel zu viel Lappen, viel zu wenig Alkohol. Hab mich schon damals genervt. Dauernd liegen überall Lappen, die man nicht mitnehmen kann. Das bricht mein Lutherherz. Nur die Guten dürfen looten. Schätze, wir müssen hier runter. Man merkt, finde ich, schon ganz stark an solchen Sequenzen und auch mit den Seilen und sowas, die Uncharted 4 Einflüsse in The Last of Us 2. Ich bin weitgehend ungespoilt tatsächlich. Ich weiß so ein bisschen die Rahmenbedingungen, dass das Gitter, an dem sich die Story entwickelt, den. Nein, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ein paar Rahmenbedingungen weiß ich und ich kann mir relativ gut zusammenreimen, warum Joel sterben musste und sowas. Nicht umsonst geht das Spiel mit einem Rückblick los, sage ich mal so, ne? Wahrscheinlich. Aber ja, eigentlich bin ich noch ziemlich ungespoilt. Die Umgebung ist super in dem Spiel, ich finde auch. Das Spiel ist überhaupt sehr schön. Und das so detailverliebt, ey. Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Egal, ob es um Animationen geht oder Gestaltung oder... Es ist an so vielen Ecken so unglaublich gepolished. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Das ist... Das wäre gut. Faszinierend. Was hier jetzt? Wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Dann eben Zeichnungen. Ein Fuß, der über was stolpert und ein großes Feuer. Ich könnte sowas bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Er hat eine ganze Stadt vermint. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Er hat ganz alleine in einer Stadt gelebt? Er hatte Probleme mit Nähe. Das ist traurig. Hat ihn am Leben gehalten. Das klingt, als müsste man zwischen dem Leben und der Nähe zu Menschen gehen. Aber so schwarz-weiß ist es nicht. Aber man geht Risiken ein. Allein ist das Risiko größer. Was, wenn er sich verletzt? Was, wenn er krank wird? Was ist, wenn jemand anderes krank oder verletzt ist? Dann hast du das an der Backe, ob du willst oder nicht. Keine gute Situation. Ja, das ist wohl wahr. Tja, genau. Das ist nur ein Looter-Herz, ich habe eine Looter-Seele. Ich lebe fürs Looten. Ja, Looten ist schon, also gerade in Fallout 4 habe ich es gemerkt. Ich habe zum Beispiel an Fallout 4 echt viel Kritikpunkte. Ich finde, das hat in vielerlei Hinsicht einen Schritt nach hinten gemacht, was so gerade Rollenspielmechanik und so weiter angeht. Aber alleine dadurch, dass die durch diese Crafting-Mechanik und diesen Siedlungsbau das Looten so ins Zentrum gerückt haben und dem so einen großen Wert gegeben hat, hat es eigentlich, glaube ich, so vom reinen Spielspaß und von der Motivation her das zu einem meiner Lieblings-Fallouts auf jeden Fall gemacht und hat mir super viel Spaß gemacht. Da. Nur wegen dem Looten eigentlich, vor allem. Was denn? Wer das wohl ist? Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Meinst du, sie hat was mit den Wurfs zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Ich habe letztens Outer Wilds durchgespielt. Ich bin mich unglaublich begeistert und das Ende erst. Ja, ich habe das ja im letzten 24-Stunden-Stream angefangen, aber habe es dann nicht quasi auf einmal durchgeschafft und war dann auch ein bisschen frustriert und müde. Und seitdem habe ich leider nicht mehr weitergespielt, würde mich aber wirklich sehr interessieren, das Spiel. Und hier ist was Unschönes passiert. Ach, du Scheiße. Die wurden alle erschossen. Aber das waren Infizierte und ein Pferd. Kann ich hier nicht drüber springen? Nö, wirklich nicht? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch, aber okay. Dann halt nicht. Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Ist alles okay?
Ja, tut mir leid, es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Ich habe echt Angst, dass ihr was passiert. Der mit die. Ich kann mir echt den blöden Namen nicht merken. Das gibt's ja nicht. Es fände ich so schlimm, wenn die beiden getrennt werden, wenn da was Schlimmes passiert zwischen den beiden. Das fände ich wirklich, wirklich schlimm. Und dass man in der einen Zwischensequenz schon Hunde gesehen hat, wo man bestimmt bald gegen Hunde kämpfen muss und Hunde töten muss, finde ich auch super schlimm, ey. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Naja, die Fireflies haben schon auch ziemlich viel immer umgebracht, ne? Ich sehe keine Wolves. Nein. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und die Schuhe auch nicht zaghaft. Ja, er ist da lang. Bergauf. Naughty Dog, eines der besten Studios im Moment, meiner Meinung nach. Herr Tote. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Ich wette, er ist dadurch. Ja, ich glaube, das kann man schon echt sagen. Die haben schon so in ihrem Bereich der Spiele, in ihrem über Jahrzehnte oder zumindest seit einem Jahrzehnt oder ein bisschen länger vielleicht sogar gereiften Versuch, Film und Videospiel sinnvoll zu vereinen, sind die schon sehr wegweisend. Und sind ja auch so ein bisschen Prestigestudio für Sony und so, das ist schon... Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem, ein falscher Schritt. Ja, beeindruckend. Wir müssen vorsichtig sein. Was die machen. Aber da können wir durch, oder? Da ist kein Stolperdraht. Kann ich das entschärfen? Hier steht das Claymore. Ich weiß ja nicht, wie das in Wirklichkeit geht, aber vielleicht könnte Ellie das. Nee, scheinbar nicht. Hier ist auch alles. Wenn ich hier die Scheibe einhau. Oh, das geht anscheinend. Ah, Übungshaupuppen oder sowas. Bin jetzt ein Jünger der Tiefe. Ah, das freut mich, Flatbrain Jackson. Check es. Ein Patreon. Ein neuer. Hallo. Cool. Ja, Vollopfer ist definitiv eine andere Klasse als New Vegas. Ja, genau, das ist eben genau das. Ich würde nämlich New Vegas definitiv als das viel, viel bessere Spiel insgesamt einschätzen. Muss aber sagen, mir hat Vollopfer eigentlich mehr Spaß gemacht. Aber eben nur wegen Looten und Siedlung bauen. Das sagt viel über meine Prioritäten aus. Ha! Nehmt das, Pokale! Nehmt das, Cola-Automat! Nee, du hast recht, Mr. Hawkeye. Das ist nämlich so, dass ich eigentlich letzten Donnerstag einen Fallout 4 Let's Build Stream machen wollte. Aber da der dann ausfallen musste kurzfristig... Die haben dieses ganze Gebiet voll im Griff. Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch. Das wäre dann der Silberstreif. Bin ich da nicht mehr dazu gekommen, die Let's Build-Folgen von letzter Woche aufzunehmen. Jetzt machen wir diesen Donnerstag übermorgen einen Let's Build-Stream, wo wir quasi die Folgen von letzte Woche und die Folgen für die Woche gleich hier in einem riesen Fallout-Let's Build-Stream nachholen. Das ist zumindest der Plan. Warum nicht? Machen wir die Schrotflinte ordentlich pimpig. Auch wenn Feuerrate... Kommen schon noch Gegner, wo ich über eine große Feuerrate froh bin, wahrscheinlich. Denke ich mal. Cool. Eine Schere. Kann ich nicht irgendwas bauen? Ach, wir können unsere Nahkampfwaffe... Nee, können wir nicht upgraden. Sonst kann ich noch nichts machen mit Scheren, ne? Leider. Ah, Splitterbombenrezept wäre jetzt gut. Wie sieht es eigentlich pillenmäßig aus?
Hab nicht genug für gar nichts. Doch, nee. Na dann. Oh, oh, die erschreckt mich immer so. Jedes Mal denke ich, da steht jemand. Ich meine, da steht ja auch jemand, aber... zum zweiten oder dritten Mal, dass ich mich total erschrecke, weil sie irgendwo rumsteht. Kampfsportschule. Failure is nothing more than a second chance, so use it. No more excuses. Kick opportunity in the face. Oder so. Jun. Hey. Granit haben wir auch. Nahkampfskill plus 3. Mindestens. Geht jetzt weiter. Meint ihr, ich kann da oben durch, wenn ich die Scheibe einhauen könnte irgendwie? Ach, vielleicht auch nicht. Dann gehen wir vielleicht einfach hier weiter. Keine Ahnung. Hey, kennt sich von euch zufällig jemand mit Bildschirmen oder Fernseher aus? Irgendwie? Weil... Dann hätte ich eine Frage. Weil... Ich sag's einfach mal, weil auch wenn das Video dann auf YouTube läuft, könnt ihr mir das dann später gerne in die Kommentare schreiben quasi. Bei meinem Wohnzimmerfernseher. Das ist so ein riesiger 4K irrer blöder Fernseher. Ja, wir sind schwerer zu sehen. Auch ziemlich neu. Und bei dem gibt es quasi extra einen Spielmodus. Da ist dann die Reaktionszeit, die Verzögerungszeit für Controller-Eingaben quasi minimal. Es geht quasi alles super schnell und super flüssig und ist voll gut zum Spielen. Aber das Bild ist bei Bewegungen ein bisschen verschwommen. Es ist nicht so klar, es ist nicht so scharf, die Farben sind nicht so intensiv. Und es gibt zum Beispiel auch den Animiert-Modus für Animationsfilme. Da ist dann alles super duper geil scharf. Also wow, sieht da alles fantastisch aus. Wenn man da Spiele spielt, ist es kein Vergleich zum Spielmodus. Man hat aber so einen kurzen Eingabelag und schnellere Actionspiele kann man so gar nicht spielen. Und ich frage mich, ob es da Bildschirme gibt, die mittlerweile da einen Kompromiss haben oder die das schaffen, ein perfektes, super scharfes, geiles Bild zu haben und trotzdem... keinen Reaktionszeit-Delay? Oder ist das einfach so eine technische Notwendigkeit und kann man da nichts machen? Und ist das einfach aktuell noch... Ist das einfach so? Dass wenn man irgendwie... Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht mal, welche Mechaniken dazu führen, dass das Bild so viel schärfer ist und die Bewegungsunschärfe so stark reduziert ist. Aber gibt's da irgendwie Bildschirme, die das können? Kann mir da wer was empfehlen? Oder ist das wirklich... Ich hab ein bisschen Angst. Ich rüste mal lieber eine Waffe aus. Oder ist das einfach so? Habe ich doch gewusst. Schocker. Schock. Klicker. Zum Glück war der wohl schon ein bisschen angeschlagen. Ein Safe. Bräuchten wir eine Kombination. Solange du nur erschrickst und sie nicht erschießt, die Begleitung. Ja, wie bei... Wo habe ich das neulich gemacht und musste dann das ganze Spiel wieder spielen? Bei Akte X, genau. Ja, das war super. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Spiel mir erlaubt, meine Partnerin einfach so zu erschießen. Es sollte doch nur ein Scherz sein. Hast du schon mal versucht, in den Bildschirmeinstellungen die Sachen schärfer... Ja, schon, aber das geht nicht. Dann kommt also das lässt sich nicht vereinen bei meinem Fernseher. Entweder oder. Das stimmt. Na gut. M.
Sieh zu, dass du den Umschlag vor Montagmorgen zur Bank bringst. Als Kombination habe ich die letzten 6 Ziffern von Statics Telefonnummer genommen. Aha, ich dachte, das kannst du dir merken. Und dann, da fehlen 2 anscheinend, oder? Wahrscheinlich. 6 Ziffern. Das wären dann quasi, warte mal, ich muss mal kurz notieren. Das wären dann 5501 irgendwas, irgendwas. Wahrscheinlich. Telefonnummer. Ich meine, ich könnte auch mal, aber wahrscheinlich stimmt das nicht. Ich könnte auch mal 555501 versuchen, aber das glaube ich nicht. Ach so, warte mal, das wäre ja dann... Doch, doch, trotzdem, passt schon. Ich versuch's mal, aber ich glaube, da fehlen die letzten 2 Ziffern. Die müssen wir irgendwo anders finden. Aber wie soll denn das überhaupt gehen bei einem Safe, dass ich 5555 eingebe? Daran scheitert es ja schon. Also eigentlich, oder? Logischerweise. Ah, hier geht's anscheinend. Bei einem echten Safe weiß ich nicht, ob das funktioniert. Geht das überhaupt 2-mal die gleiche Zahl? Nee, geht nicht. Oh, hab ich schon gedacht. Na gut. Bis wann streamst du? Heute bis 12. Bis Mitternacht. Ich hoffe, es wird nicht zu gruselig. Ich will die Telefonnummer jetzt rausfinden. Ah, warte mal. Nee. Ich schaue noch mal kurz in den Raum hier zurück, bevor ich weitergehe. Nicht, dass ich hier was übersehe. Glaub nicht. Schauen wir mal weiter. Aha, da steht's, oder? Du willst Spaß haben? Ruf Stacian. 33. Dankeschön. Auf Gekritzel auf dem Klo kann man sich einfach verlassen. Anscheinend. Das soll wohl die Botschaft sein. Hallo, Black Angel Bunny, wie geht's? Okay. 55. Eins. Ist schon ein bisschen gemein. Können die Zahlen nicht näher beieinander sein? Und 33. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Das meine ich mit der Liebe zum Detail, die das Spiel so faszinierend macht. Wie ich die Zahlen drehe, ist nämlich durch die Animation dargestellt. Diese kurze Pause, sie wird schneller, kurze Pause und dann vriu, vriu, vriu. Und das sind so die Kleinigkeiten, die einfach unglaublich faszinierend sind in dem Spiel. Das ist richtig cool. Voll Crusader, dankeschön für die Bits. Das Bitglas wird wieder voll gemacht. Oh Mann, was sind wir? Stacy Ann. Stacy, Stecky, Stacy Ann. Oder so, ich weiß auch nicht. Heilung ist voll. Kann ich Heilung brauchen? Eigentlich nicht, ne? Schade. Wenigstens ein bisschen Munition. Ist auch nicht schlecht. Hi Stargater, wie geht's?